Hallo ihr da draußen, hier ist der Callcenter-Crasher und heute habe ich einen Gast, den ihr schon kennt. Es ist Bad Luigi, der in letzter Zeit viele illegale Werbeanrufe bekommt. Berichte doch mal, wie es dazu kam. Hallo Crusher, danke, dass ich da sein darf. Da ich keinen eigenen Kanal habe, freue ich mich umso mehr, dass du meine Videos hochlädst. Ich bekomme seit geraumer Zeit Anrufe auf meiner privaten Telefonnummer, obwohl ich mich nirgends eingetragen oder registriert habe und auch kein Double Opt-in erteilt habe. Viel Spaß mit dem Video, nach dem Intro geht's los. Kann das losgehen? Ja, ein Berner Sennen, Berner Sennen. Nö, ist ein Weibchen. Siebzig. 70 Kilo, okay. Und wie alt ist sie? Oh, vier. 4 Jahre alt, das ist noch ganz jung. Oh mein Gott, Jo. das ist ja richtig süß und knuffig. Viel Fell zum Kuscheln. Ja. Was bekommt die Süße zu Hause bei Ihnen zu fressen, Herr Rogers? Feucht oder Trockennahrung? Nur richtiges Fleisch, ne? Vom Fleischer. Richtiges Fleisch. Oh, das heißt, Sie barfen, richtig? Ja. Okay. Gibt es generell eine Alternative, wenn Sie mal in Urlaub fahren, wie Sie da so verfahren? Dann nehmen wir sie mit. Dann nehmen Sie sie mit und da wird dann auch gebarft. Ja. Okay, besteht generell Interesse an einer Gratisprobe, dass ich Ihnen trotz Barfen eine Gratisprobe zukommen lasse? Ja, warum nicht? Probieren kann man das ja mal, ob sie das mag. Ja, na klar. Wie heißt die Süße denn? Das ist die Celine. Sage ich jetzt mal so, gesund verträgt sie generell alles oder gibt es da Einschränkungen? Nee, die verträgt alles. Verträgt alles, Jo. okay, gut. Und zwar ist es nämlich so, neben den Gratisproben, das will ich Ihnen einmal nur kurz vorstellen, ist es so, klar, wenn Sie barfen, verfüttert man ja hauptsächlich frisches Fleisch, ne? Und Frage von meiner Seite aus, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass man umsteigt, würden Sie dann feucht oder trocken Futter verfüttern oder beides? Boah, ich glaube beides. Beides, damit sie so ein bisschen Abwechslung hat, ne? Damit es nicht ganz so langweilig wird. Okay, und zwar ist es nämlich so, bei uns bei Dinner for Dogs aus Nürnberg ist es so, dass wir Fleisch dort herstellen. Und zwar ist es so, und Nahrung dann natürlich klar auch herstellen, die sehr hohen Fleischanteil hat. Der liegt bei 78%. Das heißt, dadurch wird die Süße zu Hause generell einfach schneller satt. Zusätzlich ist es so, Herr Rogers, dass wir auf 100%iger Naturbasis arbeiten. Das heißt, wir verzichten auf Farb- und Konservierungsstoffe. Und wenn das Ganze bei uns hier produziert wird, wird jeden Tag frisch gekocht. Also es ist so wie aus der eigenen Küche sozusagen. Das Ganze wird bei uns bei der Feuchtnahrung so hergestellt, dass wir das sehr, sehr schonend garen. Bei 125 Grad, so dass natürlich klar Vitamine, Mineralstoffe alle komplett erhalten bleiben. Dass man da natürlich den Hunden immer noch das Wichtigste dann natürlich zufügt. Und bei der Trockennahrung ist es so, dass wir da 80% tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß haben. Na, dass man da einfach eine artgerechte Fütterung hat. Und im Moment ist es so, dass wir so Kennenlernpakete neu reinbekommen haben seit Anfang des Jahres, um die Nahrung einfach über einen längeren Zeitraum zu verfüttern. Na, dass man das kennenlernt, guckt einfach, ob sie das Ganze verträgt, ob ihr das schmeckt, ob der Stuhlgang dann natürlich da weiterhin passt. Und so bei 70 Kilo würde ich tatsächlich auf die 15 Dosen 800 Gramm gehen, Ja, inklusive sagen Sie des einen kleinen Trockenfutters. Einklang, ich muss Sie noch mal einmal kurz unterbrechen. Das geht gleich los. Ja, bitte. Ich muss einmal ganz kurz Sie stumm machen, weil ich mal eben hier was beenden muss. Ich bin in Ja, circa bitte. 2 Minuten wieder am Apparat, ja? Ja, wunderbar, ich danke Ihnen. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann es Da sind weitergehen. Sie ja wieder. Ja. Prima, wunderbar. Definitiv Multitasking, kann man nicht anders sagen, ne? Ja, ich musste schnell was beenden. Ich bin jetzt auch auf dem Weg Und zum Auto. zwar, Herr Rogers, es ist so, dass wir dieses frische Menü im Moment mit 15 Dosen 800 Gramm inklusive einem Trockensack von 4 Kilo ja bei uns einfach ja, anbieten, damit man das, wie gesagt, einmal kennenlernt, verfüttert und einfach dann schaut, ob ihr das schmeckt und dass man dann eventuell dann halt eben eine Alternative einfach hat,
wenn das mit dem Barfen, dann sage ich erstmal so ist, dass man das im Moment nicht macht. Und preistechnisch bewegt sich das Ganze bei uns bei 81,84 Euro. Das heißt, die haben für die Dose einen Einzelpreis von 3,79 Euro. Und das Ganze gibt es von unserer Seite aus portofrei bis direkt vor die Haustür. Das heißt, die haben kein Schleppen, brauchen nirgendwo hinlaufen, das abholen. Der DHL-Bote kommt und bringt ihnen das. Und das ist dann halt eben meine Frage, ob ich ihnen so ein Kennenlernpaket einfach mal zukommen lasse, dass sie das mit der Süßen zu Hause einfach verfüttern. Was halten Sie davon? Jo, warum nicht, ne? Das kann man mal machen. Ja, dann machen wir das doch so. Ich fasse das alles insgesamt einmal gleich für Sie zusammen. Sie bekommen die kompletten Informationen gleich von mir. Und zwar ist es dann das frische Menü mit den 15 Dosen nach 800 Gramm inklusive einem Trockensack von 4 Kilo für 81,84 Euro. Versandtechnisch ist es so, dass das Ganze am 27. an Sie rausgeht. Das heißt nächste Woche Montag. Wenn die DHL nicht unbedingt streikt, ist das Ganze zu 80% dann am nächsten Tag dann bei Ihnen. Wir haben zwecks Rechnung haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder nennen Sie mir einfach ganz normal Ihre IBAN, dann lassen wir das Ganze vom Konto abbuchen, dann bekommen Sie zusätzlich noch 3% Skonto. Oder ich schmeiß einfach am Montag eine Rechnung mit ins Paket rein. Da sind dann Zahlungstermine und alles andere ist dann da komplett drauf. Das dürfen Sie selber entscheiden. Warten Sie mal, wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Weil die IBAN habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ja, dann lassen Sie uns das doch so machen, dann schmeiße ich Ihnen eine Rechnung mit rein. Da steht dann Zahlungstermin, alles andere drauf. Ist überhaupt kein Ding. Wenn ich das Paket Montag packe, dann drucke ich Ihnen die Rechnung dann komplett einmal raus. Dann lege ich die da einfach mit rein. Ja. Und dann ist das so, wenn ich Ihnen das nach Hamburg in den Norden schicke, sind Sie einmal so nett, dann nennen wir einmal die Postleitzahl. Das ist die 21035. Jawohl, das ist schon mal richtig. Sie bekommen jetzt von mir einmal die Hausnummer, das ist die 5 und den Rest bekomme ich bitte von Ihnen als Straße. Otto-Groth-Straße. Ja, genau, das habe ich auch hier drin stehen. Wenn das Paket ankommt nächste Woche, fangen Sie an, ganz normal einfach zu verfüttern. Schauen Sie, wie die Süße damit umgeht, ob sie das verträgt, ob sie das frisst. Und in 14 Tagen melden sich die Kollegen dann einfach bei Ihnen, Herr Rogers, um einmal nachzufragen, Mensch, wie schaut's aus? Ist das Paket angekommen? Hat die Süße gefressen? Hat geschmeckt? Dass wir da einfach... Oh, Moment, halt! Dann einfach von Ihnen bekommen. Moment, mein Radio ist gerade angegangen, weil ich gerade im Auto bin. So, jetzt nochmal bitte. Also, wenn das Paket nächste Woche kommt und Sie anfangen dann zu verfüttern, und in 14 Tagen melden sich die Kollegen dann einfach nochmal, um einmal nachzufragen, Mensch, wie schaut's aus? Ist das Paket angekommen? Hat das mit Zustellung funktioniert? Hat's geschmeckt? Wie geht's der Celine damit? Dass wir dann einfach ein Feedback von Ihnen bekommen, dass wir wissen, Mensch, wie schaut's aus? Und die Celine nehmen wir dann hier mit ins System rein. Das heißt, dass der Kollege da das Ganze ein bisschen einfacher hat, dass er weiß, okay, der Herr Rogers, der hat die Celine zu Hause, den Berliner Senn, dass da einfach so ein bisschen persönliche Bindung dann einfach entsteht. Und dann lasse ich das sehr, sehr gerne am Montag dann an Sie rausgehen, Herr Rogers. Prima, wunderbar, sehr schön. Dann bedanke ich mich von meiner Seite aus für das sehr, sehr nette Gespräch. Eine kleine Frage hätte ich noch mal. Die Rufnummer, die Sie gerade anrufen, wo haben Sie die her? Wo stammt das jetzt her, meine Bekundung? Also, das ist so, dass wenn man zum Beispiel im Internet sich nach Hundenahrung erkundigt oder vielleicht mal an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, dann kommt man in so einen gesammelten Pool, wenn man zum Beispiel Cookies akzeptiert hat und. Einfach komplett in so einen ganzen Pott rein, dann wird das Ganze sozusagen einmal komplett aufgeteilt, ne? Und wir sehen dann halt eben, dass sie sich dann halt eben auf einer Seite von einem Werbepartner registriert haben, wo sie vielleicht dann halt eben an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, wo dann vielleicht das Ganze auch um Hund oder um irgendwas anderes dann ging. Und diese Daten mit Vorname, Adresse und, die haben wir dann überspielt bekommen und deswegen kontaktieren wir sie dann einfach, um dann einfach nachzufragen, Mensch, wie schaut's aus? Gibt es wirklich einen Hund im Haushalt, dass wir dann da natürlich auch so vorgehen, dass das dann natürlich auch erlaubt ist, ne? Also sprich, Sie haben sich kein Double-Up-In geholt für diese Rufnummer? Nein,
Also genau, also es ist so, wir haben von Ihnen ein Opt-in bekommen, ne, dass wir Sie kontaktieren dürfen, ne, mit Ihrem Einverständnis, weil man da so Häkchen sozusagen setzen muss, damit wir Sie selbst kontaktieren dürfen, Herr Rotter. Ja, Sie wissen aber schon, dass Sie in dem ersten Anruf keinen Verkauf tätigen dürfen, sondern sich eigentlich nur erkundigen dürfen, ob Sie mich für sowas anrufen dürfen. Weil Telefonwerbung also generell, in Deutschland, generell. Moment, lassen Sie mich doch einmal zu Ende reden, weil in Deutschland ja, durch bitte, das bitte. Telekommunikationsgesetz und den Datenschutz ist ja verboten, beim Erstanruf eine Werbe- oder ein Verkaufsgespräch zu führen, weil das ein kalter Anruf ja. wäre. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, sich irgendwo registriert haben, ne, dann ist das so, dass in dieser Registrierung da drin steht, wenn man diesen Haken setzt, dass man Sie für ein Verkaufsgespräch kontaktieren darf. Ja, aber das ist ja ungesetzlich. Haken, nämlich, nee, das Doch. Ist gesetzlich gegeben. Sonst würden Nein. Sie ja im Grunde, sag ich jetzt mal so, Sie ja nicht kontaktieren dürfen. Und nur mit Ihrer Einverständnis dürfen wir Sie kontaktieren. Und dann natürlich, klar, Gratisproben verschicken und dann auch neben den Gratisproben dann ja. Auch ein Verkaufsgespräch führen. Ja. Und das ist das, ja. klar, wenn das jetzt so ist, dass dieser Haken nicht gesetzt ist, ne, dass man sie nicht kontaktieren darf und über Verkauf sprechen darf, dann würden wir uns strafbar machen. Ja. Aufgrund dessen, dass sie den Haken gesetzt haben und uns die Einverständnis gegeben haben, sie kontaktieren und darüber zu sprechen, machen wir uns dann nicht strafbar. Das ist alles komplett ja. von der Geschäftsleitung ist es so abgesichert, dass Sie es machen dürfen. Gut, dann frage ich Sie ja. jetzt Folgendes. Wie haben Sie sichergestellt, dass ich Buck Rogers bin? Also, es ist so, wenn, sage ich jetzt mal so, wir die Daten rübergespielt bekommen, sind wir verpflichtet, dass wir eine Arbeitsanweisung dann halt eben haben, nur mit der Person zu sprechen, die ich hier, sage ich jetzt mal so, als Datensatz dann drin habe. Deswegen ja. hatte ich Sie ja am Anfang ja gefragt, Mensch, ich hätte gerne den Buck Rogers zu sprechen. Und Sie haben mir selber dann ja bestätigt, ja Mensch, das bin ich, bin der Buck Rogers. Ja. Was möchten Sie von mir? Und was damit ich von Ihnen, ja. reicht nee, ist, Ihre ist, Einverständnis? Nee, das reicht ja, leider nicht, weil ich werde langsam tierisch aggressiv, weil dieses Telefon, dieses Tablet, klingelt mittlerweile 6 oder 7 Mal am Tag. Diese Nummer hat irgendein okay. Vollhorst irgendwo eingetragen, vielleicht auch nur durch einen Zahlendreher. Und ich kriege hier jeden Tag Telefonate von Leuten, die kein Double-Opt-in haben und die diese Telefonnummer gar nicht verifiziert haben. Der Herr Buck Rogers existiert okay. nicht. Der ist im All eingefroren vor etlichen Jahren. Das ist eine Filmfigur. Was reden Sie für einen Blödsinn? Sie haben kein Double-Opt-in und Sie brauchen ein Double-Opt-in, um mich anzurufen. Verfluchte Kiste. Ich darf Ihnen das ja nur so sagen, wie es jetzt hier drin steht. Ja, aber dann halten Sie sich noch an die deutschen Gesetze, verfluchte Kiste. Sie brauchen ein Doppel-Opt-in, um mich anzurufen. Und das haben Sie nicht. Sie haben keine, die haben die Nummer nicht verifiziert. Vielleicht gibt es einen bei Rogers, aber das ist nicht seine Nummer. Es ist ja im Grunde genommen dann ja nur so, dass ich mit den Daten arbeiten darf, die ich hier vorliegen habe. Nein, Sie müssen sie verifizieren. Das versuche ich Ihnen jetzt seit 5 Minuten zu erklären. Sie haben ein Opt-in, Sie haben eine Sammelfreigabe, aber die reicht nicht, um in Deutschland jemanden anzurufen. Das kann doch nicht wahr sein. Die reicht. Nein, das reicht nicht. Die reicht ja. Lesen Sie mal die Datenschutzgesetze durch. Gute Frau, wenn ich bin Unternehmer, jetzt hören Sie mir zu, ich bin Unternehmer, wenn ich meine Kunden mit Werbetelefonaten bombardiere, dann kriege ich eine Anzeige. Ich darf die nicht anrufen, außer die haben das verifiziert und mir freigegeben. Es ist freigegeben Nein. von Ihrer Seite. Nein, ich doch, bin nicht Buck Rogers, der Name existiert doch gar nicht. Das kann gar nicht freigegeben sein. Sie haben diese Nummer nicht verifiziert. Sonst geben Sie mir denjenigen, der das Double Opt-in an diese Nummer gesendet hat, dass das die richtige Nummer ist, die Sie anrufen wollen.
Herr Rogers, erstens ist es so, entweder wir beenden das Gespräch, ne? Ich spreche auch vernünftig mit Ihnen, ich schreie Sie nicht an. Das mag alles sein, dafür entschuldige ich mich vielleicht auch, ja, nur genau. Verstehen Sie mich? Genau. Ich kriege hier 10 Anrufe am Tag von solchen Leuten. Über Trading, über Hundefutter, über Toilettenpapier, über Windeln, über weiß der Geier was. Und alle sagen Sie mich, aber ja, dürfen Sie anrufen? Das ist ein Tablet, da will ich keine Anrufe, da gehe ich nur ins Internet und mache Termine drauf. Verstehen Sie meine Ungeduld? Ja, natürlich, ich verstehe Sie. Ich bin da, wie gesagt, und Sie sagen jetzt zum, Sie sagen jetzt zum dritten Mal, dass ich das freigegeben habe. Ich habe das nicht freigegeben. Ich bin nicht Buck Rogers. Nur, so ist die Frage, um das Ganze jetzt hier einmal komplett dann zu Ende zu bringen, erstens, wenn Sie nicht Buck Rogers sind, ne, wer sind Sie dann definitiv? Und zweitens, soll ich die Bestellung dann rausschicken oder nicht? Sie können sie gerne rausschicken. Wenn Sie meinen, dass Sie dort jemanden antreffen werden, dann schicken Sie sie raus. Da habe ich nichts gegen. Meinen Sie wirklich? Passen Sie auf, tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie mal bei Google Buck Rogers ein. Was meinen Sie, was Sie da finden werden? Dieser Name, der mag existieren. Aber bestimmt nicht in Deutschland und bestimmt nicht unter der Adresse. Also glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, wenn ich Sie aber ja anrufe und ich Sie nach Buck Rogers frage, klar, haben Sie jetzt natürlich Erfahrungen gemacht, ja. Will ich auch gar nicht abstreiten. Und urschlechte. So, wenn Sie jetzt aber dann definitiv dann nicht der Buck Rogers sind und anders dann heißen, dann darf ich so oder so nichts rausschicken. Ja, aber das ist ja der springende Punkt. Das ist ja jetzt gerade der springende Punkt, wo wir hinkommen, wo ich versuche, Ihnen seit 5 oder 10 Minuten zu erklären, dass Sie kein Double-Opt-In haben. Sie haben diese Rufnummer nicht verifiziert. Möchten Sie wissen, wie das Double-Opt-In funktioniert? Wenn Sie es nicht wissen. Ich kann es Ihnen gerne erläutern, weil ich habe mich in letzter Zeit wirklich schlau gemacht, um illegale Anrufen vernünftig argumentieren zu können. Normalerweise hätte es folgendermaßen ablaufen müssen. Sie bekommen diesen Datensatz auf Ihren PC oder irgendjemand anders in Ihrer Firma. Der sendet eine SMS mit einem Code an diese Telefonnummer. Und diesen Code muss ich bei Ihnen auf einer Webseite oder Internetseite eingeben und damit bestätige ich, dass Sie diese Nummer anrufen dürfen. Und diesen Code können Sie nicht haben. Und so ist es gelaufen. Nein, eben nicht. So ist es eben nicht gelaufen. Sonst nennen Sie mir den Code, den ich bei Ihnen eingegeben habe. Das ist nicht mit einem Häkchen. Das ist nicht doch, mit einem Nein, das nur ist mit nicht. Einem Häkchen. Nein, das ist falsch, gute Frau. Das ist definitiv falsch. Machen Sie sich schlau über das Doppel-Opt-In oder über das Verifikationssystem. Das ist falsch, was Sie mir erzählen, gute Frau. Ja. Herr Rogers, dann werde ich das Gespräch jetzt hier beenden. Sie bekommen von mir keine Bestellung und dann erledigt sich das Thema für mich, weil dann brauche ich ja im Grunde genommen nicht mit Ihnen weiterzusprechen, wenn Sie dann nicht der Buck Rogers sind, was Sie mir ja am Anfang des Gespräches ja bestätigt haben. Ne? So, und Sie haben ja selber gerade eben ja auch schon gesagt, so, dann schicken Sie das Paket raus, Sie werden denjenigen dann nicht antreffen. Nee, eben, das heißt, da ist keiner. Derjenige, mit dem ich jetzt spreche, der ist dann auch nicht Buck Rogers. Das heißt, Sie selbst heißen dann auch anders. So, und ja, dann anders heiße ich nicht. Ich habe auch einen Namen, aber anders heiße ich nicht. Passen Sie auf, ich will Ihnen nichts Böses tun. Es geht nur darum, Sie sind diejenige, die an der Front ist, sage ich jetzt mal so groß. Und Sie müssen doch sich versichern, dass Sie schon beim Anruf den richtigen an der Leitung haben. Und das geht nur. Das ist nämlich der springende Punkt, dass von mir die Daten schon verifiziert rübergegeben werden. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass eine andere Abteilung mir die Daten korrekt rüberspielt. Und mehr. So, dann bitte ich Sie, dann bitte ich Sie jetzt wirklich um Folgendes. Geben Sie mir denjenigen, der diese Daten Ihnen übergespielt hat, mit, weil das dann muss der ja das Doppel-In haben.
Sie haben ja eine Telefonnummer. Sie haben ja eine Telefonnummer dort. Nein, ich habe die nicht eingetragen. Ihre Telefonnummer im Display? Nein, Ihre Telefonnummer meine ich ja auch gar nicht. Unsere Telefonnummer meine ich jetzt in dem Fall. Die müsste ja dann theoretisch auf dem Bildschirm ja auftauchen. So, und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie dann in der Kundenbetreuung anrufen möchten, sich beschweren möchten oder was weiß ich auch immer, dann wählen Sie die Telefonnummer, rufen dann da dort an und lassen sich den entsprechenden dann geben. Mehr kann ich Ihnen da nicht zu sagen. Ich bitte Sie, na, ich bin ich gebe Ihnen diejenige, nein, okay. Die... Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben, weil Ihre Firma begibt sich auf extrem dünnes Eis, was das Datenschutzgesetz und das Telekommunikationsgesetz betrifft. Sie arbeiten ohne Double Opt-in. Das ist im deutschen Gesetz strafbar. Ob diese Rufnummer, die ich da im Display sehe, rückrufbar ist, kann ich nachher erst kontrollieren. Das kann ich jetzt nicht machen. Genau. Wo sitzen Sie, wenn ich fragen darf? In Nürnberg. Gut. Muss ich, wie gesagt, nachher irgendwie einmal abklären, kann ich jetzt nicht machen. Aber ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass diese Nummer, die Sie hier angerufen haben, nicht durch ein Double Opt-in verifiziert ist. Sie haben vielleicht ein Opt-in, aber dieses Opt-in besagt nur, dass Sie mich zu einer Information anrufen dürfen, wenn überhaupt. Ich glaube, das mit dem Anrufen ist, glaube ich, noch gar nicht. Wir hätten erst eine SMS an diese Nummer schicken dürfen. Das ist nämlich die Erlaubnis durch das Opt-in, dass Sie eine SMS an diese Nummer schicken dürfen. Und dann erst können Sie haben Sie die Verifikation und das Doppel-Opt-in, wenn ich diese Nummer bestätige, um mich telefonisch zu kontaktieren, um was zu verkaufen. Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Für Sie persönlich. Lesen Sie sich einmal die Datenschutzverordnung und die Vorgaben über das Double Opt-in durch und konfrontieren damit Ihren Vorgesetzten oder denjenigen, der Ihnen die Daten gibt, weil Sie machen sich mit strafbar. Sie verstoßen gegen ein Gesetz gerade. Sie begehen hier gerade einen Kaltanruf und eine Kaltakquise. Und das ist Fakt. Das ist einfach Fakt. Wie gesagt, ich kann Ihnen nur so viel dazu sagen, ja. Wenn, dann wenden Sie sich dann direkt an die Rufnummer und wenn Sie sich beschweren möchten, gehen Sie auf die Seite, suchen Sie die E-Mail-Adresse raus und ich kann Ihnen nur das sagen, was ich Ihnen gesagt habe, weil Sie machen sich mitstrafbar. Für Sie privat, Sie lesen sich's mal durch und konfrontieren Ihren Vorgesetzten damit, weil es ist so, ich hätte jetzt durchaus die Möglichkeit, das Ganze an die Bundesnetzagentur zu senden, und der Bundesnetzagentur mitzuteilen, dass ich permanent hier Kaltanrufe kriege. Bei einigen, die mir sehr unfreundlich kamen, habe ich es gemacht. Bei Ihnen weiß ich es aktuell noch nicht, weil Sie sind sehr vernünftig. Sie tun mir auch leid, weil Sie sind wirklich eine Leidtragende und auch ein Opfer Ihres Vorgesetzten, dass Sie nicht alle Daten kriegen und auch nicht den richtigen Datensatz kriegen. Weil diese Nummer, die Sie anrufen, ist nicht für Telefonate freigegeben. Eben war es nur ein bisschen ärgerlich, weil Sie mich mitten in einer Arbeit gestört haben. Aber es geht wirklich, alles gut. Ich habe das den ganzen Tag mittlerweile. Nicht riechen, ne? Nein, es ist ja, darum ist ja dieses Double Opt-in. Weil ich hätte dann sagen können, passen Sie auf, hier ist zwar eine Codenummer, aber ich gebe eine andere Rufnummer an, über die man mich kontaktieren möchte. Versteht? Ja, natürlich. Ja, und ja, dafür ist dieses Double Opt-in. Dafür ist dieses Double Opt-in. Ich will Ihnen auch überhaupt nichts unterstellen, Ihnen da auch nicht auf den Schlips treten, aber wenn Sie, sage ich jetzt mal so, schon 10, 20 Anrufe bekommen haben, na, dann haben Sie mich ja, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach auch, komplett auflaufen lassen, nur um Ihren Ärger einfach Luft zu machen, was ich auch verstehen kann. Und für mich ist es, ich bin hier, um meine Arbeit zu machen, unabhängig davon, was jetzt hier im Hintergrund passiert oder nicht. Und für mich ist das Gespräch hiermit beendet und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. Ich hoffe nur, dass Sie sich, wie gesagt, schlau machen wegen dem Double Opt-in, weil Sie sich mitstrafbar machen. Das ist der Punkt. Das ist, wie gesagt, das ist die Information habe ich ja jetzt von Ihnen bekommen, mehrmals. Das kann ich mir ja selbst Gedanken darüber machen. Ja. Ich wünsche Ihnen dann einen schönen Nachmittag und alles Gute, ja? Ja, gleichfalls. Und noch Erfolg bei legalen Anrufen. Danke.